Freunde, Insider-Info. Ernsthaft, jetzt kommt ein Artikel. Sowas liest man nur bei der Bild. Hier muss ich wieder meine Lanze für die Bild brechen. Ein Interview geführt worden hier mit einem Friseur, der aktuell illegal. How dare you? Leuten die Haare schneidet. Und Leute sind hier unter anderem Polizisten und Prostituierte. Mhm. Ja, so sieht es hier wirklich aus. Das ist ein Mann aus Berlin. Felix S. Name wird wohl geändert sein. Und er findet seine Kunden zum Beispiel über Datingportale, hat seine Handynummer, bevor der Lockdown kam, an seine Kundschaft im Salon weitergegeben. Und dementsprechend können die ihn jetzt privat kontaktieren. Und er hat verschiedenste Kunden einfach, die zu ihm privat nach Hause kommen und er denen die Haare schneidet. Und er sagt ganz klar, er macht das unter den Hygienemaßnahmen, so wie sie bestehen. Das heißt, hier gibt es auch ein Foto, wo er auch zensiert drauf ist, trägt eine Maske dabei, das kann man soweit noch hier so ein bisschen erahnen, erkennen und sagte nämlich auch im Interview, er trägt eine FFP2-Maske dabei und das Fenster wäre währenddessen auch geöffnet, sodass keine Ansteckungsrisiken oder Ähnliches bestehen. Und nichtsdestotrotz, er macht ja hier etwas, how dare you, ganz Böses, Illegales und Kunden sind wohl laut seinen Aussagen der Mann von einer Frau. Und der Mann ist Polizist, ja, und der hat seine Nummer dann auch bei anderen Polizistenkollegen, Polizeikollegen weitergeteilt. Ja, und die kommen jetzt auch zu ihm. Also das kann man sich nicht mehr ausdenken. Und klar, Leute, Polizisten genauso wie wir, ganz normale Menschen. Und jeder versucht irgendwo so Normalität zu bekommen. Jeder möchte irgendwo in den ganz normalen Friseurladen mal reingehen und wieder ein bisschen menschlich aussehen. Weil nicht jeder hat halt das Glück wie eine Frau Merkel und hat jemanden, den man Assistent nennt. Und dann bekommt man die Haare geschneidet. Nicht jeder ist Fußballer mit einem Millionengehalt jährlich und bekommt die Haare geschnitten. Nicht jeder hat, wie es im Öffentlich-Rechtlichen und sonst was aussieht, wie perfekt gestriegelt und alles die sind und macht sich das in der Maske ja alles selbst. Oh, sorry, ja, ich weiß ja, machen diese ja alle selbst, genau. Ja, wird er noch gefragt, ob er ein schlechtes Gewissen hatte und da sagt er hier, Zitat, nein, ich sag's mal so, Frau Merkel muss sich ja keine Sorgen machen, wie sie ihre Miete zahlt und ihre Busfahrkarte. Nebenbei gesagt, Felix S. Eine Busfahrkarte wird die Frau Merkel meiner Meinung nach nicht haben. Sie hat den privaten Fahrdienst mit Chauffeur etc. allem drum und dran. Ja, sei ja auch vergönnt, genau. Da krieg ich schon Schnappatmung hier. Nur der Autonormalverbraucher ist auf gut Deutsch der Angekackte. Hat der Mann vollkommen recht. Also das ist schon eine ganz, ganz krasse Nummer. Und warum macht der Mann das? Der macht das bestimmt nicht, um irgendwie jetzt den Revoluzzer zu machen und sagen, dadurch will ich jetzt hier das System verändern. Nein, er sagt, Zitat, weil ich sonst nichts zu essen auf dem Tisch habe. Und das ist klipp und klar die Aussage, die die Regierung nicht nachvollziehen kann. Davon bin ich fest überzeugt. Er sagt weiterhin, ich habe leider Gottes keinen anständigen Arbeitsvertrag, bin auf 165-Euro-Basis tätig, so wie viele Friseure, die nur solche Verträge bekommen. Zum Jobcenter möchte ich nicht. Und das musst du dir mal reinziehen. Da möchte jemand arbeiten, da möchte jemand was für das Land leisten, wenn er denn Steuern zahlen könnte, wenn es offiziell wäre. Darf er nicht, also macht er es illegal und verdient sich nebenbei gesagt 20 Euro für einen Haarschnitt. Finde ich gar nicht mal günstig, wenn man auch noch zu dem nach Hause fahren muss dafür. Ja, günstig ist das absolut nicht. Bartrasur gibt es für einen Zehner. Bringe ich auch mal wieder hin. Oh, heute ein bisschen gestutzt. Also, ich glaube, das gibt es sehr, sehr häufig. Er berichtet auch noch, dass das Ganze hier gegenüber bei einem Bekannten von ihm wohl auch passiert wäre. Hatte ich auch schon mal darüber berichtet. Ein illegaler Friseur im Keller. Kannst du dir nicht vorstellen, der hat da auch Spiegelaufgang, der Typ, und mehrere Friseurtische, Stühle, so rum. Und aber, jetzt kommt's, Zitat, da gingen die Leute ein und aus und irgendwann kam ein Mannschaftswagen der Polizei. Ja, natürlich, ja klar, gegen solche Schwerstkriminellen muss man natürlich auch mit Mannschaftswagen vorgehen. Wenn man im Görlitzer Park guckt, da werden die Dealer und alles, die großen Verbrecher, natürlich auch gejagt und auseinandergenommen. Ganz klar, dass man natürlich hier auch bei solchen Straftaten richtig gut durchgreifen muss, das nur nebenbei gesagt. Wahrscheinlich hat ihn die alte Stasi-Oma im Erdgeschoss verpfiffen. So viel zum Thema Denunziantentum in Deutschland. Schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Jetzt bist du, wenn du jemandem die Haare schneidest, schon ein illegal, was weiß ich, agierender Mensch. Das ist unvorstellbar, was hier abgeht. Bis zum nächsten und ciao.